Talisman heißt die neue große Hoffnung von Renault in der hart umkämpften Mittelklasse. Das Design ist sehr selbstbewusst und da haben wir uns natürlich gefragt, was gerade der große Diesel so auf dem Kasten hat. Ob er sich denn behaupten kann, beispielsweise gegen einen Audi A4 oder die Dreierreihe von BMW. Das neue Markendesign von Renault steht der viertürigen Limousine schon mal wie angegossen. Stolz präsentiert der Talisman das Renault-Zeichen auf dem verchromten Kühlergrill. Und auch im Heckbereich zeigt sich eine gelungene Symbiose aus Eleganz und Dynamik, was durch die Coupé-ähnliche Seitenlinie unterstrichen wird. Der Motor unseres Testwagens ist unspektakulär, was eine gute Laufruhe und kaum Vibrationen bedeutet, aber auch nur durchschnittliche Fahrleistungen. Dem Downsizing-Prinzip folgend hat der Talisman als 160 PS starke Dieselvariante einen nur 1,6 Liter großen Vierzylinder an Bord. Dessen 380 Newtonmeter sorgen für ein zügiges Vorankommen, wirklich kraftvoll fühlt sich der 1600 Kilogramm schwere Wagen aber nie an. Unser Testwagen ist mit den optionalen adaptiven Dämpfern ausgestattet. Damit ist man im Komfortmodus sehr ausgeglichen unterwegs. Durch die mitlenkende Hinterachse konnte die Vorderachslenkung sehr direkt ausgelegt werden. Im ADAC-Ausweichtest fährt der Renault ein noch gutes Ergebnis ein, weicht man sehr ruckartig, einer Schrecksituation entsprechend aus, untersteuert der Talisman, bleibt aber lenkbar. Ein großes Touchdisplay dominiert den Innenraum, der ansonsten relativ konservativ gestaltet ist. Um die Schalter zu reduzieren, werden viele Funktionen nun über das Menü auf dem Bildschirm bedient. Das ist umständlich und lenkt den Fahrer unnötig ab. Bei der Verarbeitung hat Renault einen kräftigen Schritt nach vorne getan. Im Detail gibt es dennoch Verbesserungsmöglichkeiten. Vorne ist das Platzangebot gut, hinten wird es im Kopfbereich schnell eng. Der Kofferraum ist mit 460 Litern vergleichsweise groß. Klappt man die Lehnen um, werden sogar 850 Liter daraus. Störend ist die hohe Ladekante. Der Talisman ist vor allem eines, ein bequemes Reise- und Langstreckenauto. Dazu passt auch der angemessene Durchschnittsverbrauch von 5,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Daraus ergibt sich eine CO2-Bilanz von 176 Gramm pro Kilometer. Bis auf die erhöhten Stickoxidwerte sind die Abgase sauber. In der Summe reicht es damit gerade so für 4 von 5 Sternen im ADAC Eco-Test. Talisman nennt man einen Gegenstand, der Glück bringen soll, vor allem auf Reisen. Mit seinem Fahrkomfort kann der neue Renault Talisman seine Insassen durchaus beglücken. Er bietet eine gute Verarbeitung und eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. Mit dem Preis ab 35.200 Euro für unsere getestete Variante ist er nicht besonders günstig, aber hat dafür eine üppige Ausstattung. Für Familien empfehlen wir die geräumigere Kombi-Variante. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und schreib uns deine Meinung unten in die Kommentare.